Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Aporia Beyond the Valley. Das Wortspiel musste ja sein. Und das ist wie ist es beschrieben, als atmosphärisches Abenteuer-Puzzlespiel. Es wird eine Geschichte erzählt, also es hat schon eine Story. Diese Geschichte wird auf eine ganz besondere Art und Weise erzählt, nämlich ohne Ton und Text. Also eine Bildergeschichte. Und da bin ich mal ganz gespannt drauf. Das soll unheimlich toll umgesetzt sein. Ich konnte mir die erste Geschichte schon angucken, weil ich halt ein bisschen getestet habe mit den Grafikeinstellungen und so. Und das sah schon toll aus. So, deshalb würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Ich möchte mich an dieser Stelle mal explizit beim werten Pandoron bedanken. Das ist nämlich ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk von ihm gewesen, das ich jetzt seit Juli habe. Ich hatte ja vor etwas über einem Monat. Und jetzt wird es ja eigentlich langsam mal Zeit, aber immerhin kann ich sagen, ich habe es nicht vorher aufgemacht. Das ist ja auch schon mal was. Ich habe mal kurz reingeguckt, aber ich wollte mich dann ja auch nicht selber spoilern, was drin passiert. Und jetzt bin ich sehr neugierig und es sieht toll aus. Wo kann man sich einen Synchronsprecher sparen? Okay, so, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Start New Game, genau. Es hat eine wundervolle Grafik und wie gesagt, die Erzählweise, die da drin ist, die ist, ich habe jetzt nur die eine gesehen, aber die ist schon, da muss man schon ein bisschen aufpassen, kann man sich Gedanken zu machen, was mag man denn da gerade gesehen haben? Und hat einen tollen Soundtrack. Was war das denn? Foto. Ach. So, Steuerung WASD wird ja auch so nebenbei erklärt und wir sind offen aus diesem, ja, weiß nicht, also flüssiges Eisen wird das wohl nicht sein, es sieht mehr nach Wasser aus, aber es leuchtet halt sehr. Wie auch immer, wir sind hier anscheinend gerade draus auferstanden und wenn ich mir das hier so angucke, es sieht toll aus, ne? Guck mal, hier richtig schmutziges Display mit den... Richtig cool. Also ich mag das. Ich mag es jetzt schon, sag ich mal. Und wenn wir gleich draußen vor die Tür gehen und weiter... Das Spiel schreit geradezu nach Carlos. Das stimmt, Tomi. Da hast du recht. Also, sofern wir gleich rausgehen, da stand ich dann erstmal mit offenem Mund da. So, das machen wir gleich. Gucken wir uns mal kurz um. Hier sind leere... Ich weiß nicht, sieht so aus wie ein Sarkophag. Und ich habe mich dann auch gefragt, ob wir nicht mehrere Leute irgendwie gewesen sein können. Dahinter sind sie Personen abgebildet. Also, dass es so ein Erkundungsspiel ist und auch ein Rätselspiel und ein storylastiges, lasse ich mir auch alle Zeit der Welt und gucke mich so um. Soll so zwischen 4 und 8 Stunden dauern, aber die Meinungen unterscheiden sich. So viele Leute haben das auch noch nicht gespielt, aber die, die es gespielt haben, sind positiv. Ich würde das jetzt mehr als erstmal sind wir eine Frau, behaupte ich mal. Und, keine Ahnung, vielleicht eine Heilerin oder sowas. Könnte ich mir vorstellen, weil wir hier rausgekommen sind. Okay, das mit dem dezenten Ton hat überhaupt nicht funktioniert. Rex, danke für den Resub. Ich hatte eigentlich so ein dezentes Ping an der Stelle für das Spiel. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe es vorher getestet. Vielen Dank, vielen lieben Dank. Ach Mensch. So, na, dann ist das halt so. So. Die können wir hier aufnehmen. Und wir sind ja auch hier die einzige Linie, die da hingeführt hat. So, dann bin ich hier so ein bisschen rumgeirrt, aber hier hinter ist nichts. Wir müssen diesen Weg einfach folgen. Hier haben wir noch schöne Höhlenmalereien an der Seite. Dann mache ich das mal. Ping. So, da finde ich mich auf alle Fälle wieder, zusammen mit den anderen Personen, die da in dem
Gräbern, will ich mir sagen, lagen. Und ja, sieht so aus, als hätten wir da über diese Stadt was zu sagen. Und hier, ach, eine Baumwurzel, okay, alles klar. So, dann können wir hier diesen Stab reinpacken. Und das ist diese Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird. Jetzt muss ich aufpassen. Also da ist jemand, der packt irgendwie Sachen in ein Feuer, köchelt das Ganze mit so einem Schälchen und packt das in etwas rein. In so ein Reagenzglas oder so. Dann geht er zu einer Person hin, die vielleicht ein bisschen wichtiger aussieht. Okay, das Ding leuchtet. Das ist dann wahrscheinlich diese Röhre. Und er probiert das auch nochmal aus, dass er damit Licht machen kann. Bedankt sich, packt ihn auf die Schulter und verbreitet das wohl weiter. Er scheint da wohl mehrere gefertigt zu haben. Und zwar an alle diese Personen, die wir eben gesehen haben, die da aus diesen Gräbern gekommen sind. Gleich. Silver Lady. Dankeschön für dein Abo. So, jetzt machen die sich anscheinend auf den Weg irgendwo hin. Er demonstriert das nochmal. Leute, hochheben, Licht machen. Da waren sie jetzt anscheinend ein bisschen erschrocken erst, dass das Licht da rauskommt. Er hat ihnen die Dinger erstmal nur gegeben wahrscheinlich und gesagt, hier ist wichtig, mitnehmen. Und jetzt gehen sie wieder zu diesem Magier oder so hin. Ich dachte erst, die wollten ihm was Böses, aber okay, die drücken das da rein und dann geht die Tür auf. Wow, und jetzt ist es weg. So. Okay, die Kerle ist auch Zeit geworden. Ach, wie stark ist Silver Lady. So, okay. Also die Art und Weise, wie da die Geschichte erzählt wird, das finde ich mal sehr originell. Da muss man ein bisschen aufpassen. Es ist international verständlich oder man versteht es halt einfach gar nicht. Aber dafür habe ich euch ja, dass ihr mir ein bisschen helfen könnt. Und so, dann drücken wir den da mal rein. So, und dann stand ich hier und habe mich gefragt, ja, aber warum bleibst du nicht drin? So, ich habe ja schon, ne, bis draußen vor der Tür war ich. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich das Ding in verschiedene Richtungen bewegen kann und dass ich dann, wenn ich hier nach, wenn ich, na, warum geht das nicht? Wenn ich es nach da packe, dann geht das Tor auch auf. Das haben wir ja eben gerade gesehen. So, und jetzt wird's richtig schön. Einen schönen guten Tag, Carlos, falls du jetzt zuschaust. Das wird dir gefallen. Das sieht doch mal richtig cool aus, oder? Okay, Autosave. Die Idee des Gras. Ich hoffe, das sieht im Stream auch brauchbar aus. Müsste es aber eigentlich. Und, ich will mal eben ganz kurz was gucken. Ich weiß nämlich nicht, was für eine Farbeinstellung ich drin habe. Nee, ist in Ordnung. So. Und das sieht richtig Hammer aus, finde ich. Richtig Hammer. Wahnsinn Sonnenaufgang hier. Oder Untergang. Wird sich zeigen. Ein bisschen düster in den Ecken. Und bietet, glaube ich, viel Platz zum Erkunden. Idyllisches Fleckchen. Ja, das sehe ich auch so. So, und weiter war ich hier auch noch nicht. Und bin also immer nur hier rauf und runter gelaufen. Und wir können ja ein kühles Bad nehmen. Und mehr habe ich auch noch nicht gesehen. So, mal gucken. Da drüben ist was. Dann gehen wir da doch mal rüber. Da drüben ist was. Wir können auch sprinten, aber das muss ja nicht sein. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Irgendwo höre ich auch Fliegen. Das sieht echt toll aus hier. So, was haben wir denn hier? Ach, guck mal hier, rechts unten ist eine Anzeige. Das Ding verbraucht wahrscheinlich... Ah, okay, ich kann es auch in die Hand nehmen. Als Lichtquelle. Oh, das ist gut.
Jetzt frage ich mich nur, ob das dann auch schon was verbraucht oder ob das nur beim Öffnen von Türen Energie verbraucht. Ich würde mal annehmen, das braucht nur beim Öffnen von Türen Energie. Ich glaube nicht, dass das eine Taschenlampe-Funktion sein soll. Hast du? Hallo? Nehmen wir es mal auf. Ja, okay. Haben wir nachgefüllt? Das war's dann auch schon hiermit. Oh. Nee. Da oben ist was. Habt ihr es gesehen? Da oben ist eine... Komme ich da von hier aus denn hin? Da ist eine Tür, ist so ein Tordurchgang gewesen. Oder lass uns mal gucken hier. Nicht, dass ich gleich am Anfang schon was übersehe. Das muss ja nicht sein. Vielleicht können wir hier rüber. Aber das glaube ich gar nicht. Ich glaube, das Spiel will mich hier gar nicht hochlassen. Das wird doch schon nicht grundlos hier so verbarrikadiert sein. Nee, das will mich hier nicht haben. Das ist schon Absicht, denke ich mir. Nee, einen anderen Weg gibt es hier auch nicht. Okay, alles klar. Hier gibt es wahrscheinlich auch noch gar nichts zu sehen. Vielleicht kommen wir da später irgendwann mal hin. Wie Kopfschmerzen wegen der Helligkeit. Ist es zu hell? Ich mache es gerne dunkler. Ist überhaupt gar kein Problem. Weil für den Stream muss ich es immer ein bisschen heller einstellen. Also die Farben müssen etwas reduziert. Das ist eigentlich nur, dass es noch viel bunter, als ihr hier sehen könnt. Viel kräftiger. Aber Twitch macht das anders. Soll ich mich langsam mal bewegen, Tomi? Ist denn zu hell oder was? So, gucken wir mal. Ich kann die Mausempfindlichkeit mal eben ein bisschen anders einstellen. Die ist schon ziemlich weit unten. So, viel langsamer kann ich mich jetzt aber nicht drehen. Ich habe das Gefühl, dass wir da noch hinkommen werden. Guck mal, es wird auch schon dunkler hier mit dem Sonnenuntergang. Aber sieht das nicht toll aus? Cool, ne? In den Straßenstatuen hier. Wir machen mal Licht. Ja, okay. Da geht es irgendwo rein. Ah, okay. Hier kann man noch was nachfüllen. Oh, ich würde sagen, da kommen wir von alleine noch hin. Das sieht wichtig aus. Sekunde, ich will das noch mal eben umstellen. Das ist mir, ich muss die Maus so doll bewegen. So ist besser. Okay, sieht so aus, als würden wir hier einen richtig guten Vorrat kriegen. Ach, hier waren wir schon. Aber vielleicht können wir hier unten mal gucken, ob hier was ist. Jo! Siehste, hat sich doch gelohnt. Dann haben wir hier schon mal alles. Hoffe ich. Ich weiß nicht, ob man noch andere Sachen sammeln kann. Ich mache euch das mal eben ein bisschen lauter. Ich habe es nämlich viel zu leise gemacht. Es wäre eine Schande, diesen schönen Soundtrack nicht zu hören. Danke, danke schön fürs Abo. Ach, guck mal, hier haben wir was Neues. Vielen lieben Dank. Ja, okay. Gut, dann packen wir es mal rein. Schieben nach vorne. Irgendwo ist da was aufgegangen. Ah, cool. Hat so was von japanischen Gärten, ne? Control. Schleichen geht auch. Ach so. Okay, dann verbrauchen wir es ja doch ziemlich schnell. Ein Hammer. Ui, cool. Und wieder Ping.
Ja, mit dem Ping ist nicht so. Ich lasse das jetzt so. Dann ist das halt so. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Bin ich nicht da vorne noch irgendwo? Eine Sekunde. Was ist nun los? Wie komme ich denn aus diesem doofen Steam-Overlay wieder raus? Danke. Ich wollte doch nur laufen. Plötzlich Steam-Overlay hier gehabt. Lass uns mal eben nach vorne gehen. Ich habe das Gefühl, dass ich hier sonst nicht wieder zurückkomme. Hier war doch... Ach nee, gut, hier war nichts. Hier komme ich gar nicht runter. Ich könnte hier... Ja gut, dann machen wir das. Wir machen uns aber mal Licht, dann sieht man ein bisschen mehr. Hier war ja auch nichts mehr. Ah, lass mich durch. Aber ich mag die Optik. Das Ding bringt ziemlich gut Licht. Hat ein bisschen was von Solos, ne? Also mit der Lichtquelle auch, weil das so eine einfache ist. Mit einer erstaunlichen Wirkung. Ah, sieht doch toll aus, oder? Anony, hallo. Und es kann nicht ausgehen, wenn es nass wird. Hoffe ich jedenfalls. Ich steck's mal sicherheitshalber ein. Ich kenne mich ja. Ton ein bisschen lauter oder passt's so? Bitte um Meinungen. War schön, richtig erfrischendes Geräusch. Mal kurz gucken, nicht, dass hier an der Seite was liegt und ich krieg's nicht mit. Eine wasserfeste Leuchtstoffröhre. Nee, das ist schon was Magisches. Das ist keine ordinäre Leuchtstoffröhre. Okay. Das nehmen wir mit. Nee, unter Wasser kann ich die nicht rausholen. Oh. Verdammt, ich brauche also doch Luft in dem Spiel. Ja, er packt sie automatisch unter Wasser weg. Das ist natürlich dann auch schwierig. Gehen wir mal hier hoch. Sie. Also man hat ja deutlich gehört, dass ich definitiv einen weiblichen Charakter spiele an dem. Das klang definitiv weiblich. Okay, wir sind wieder voll. Nein. Ich meine, das Licht ist wieder voll aufgeladen. So. Aber hier muss doch irgendwo weitergehen. Das ist ja auch ein schönes Bild, ne? Jemand hatte auf Steam geschrieben, er hat noch nie in seinem ganzen Leben in einem Spiel so viele Screenshots gemacht. Und da denke ich mir, da dachte ich mir, willkommen in meiner Welt. Hä? Muss ich irgendwo anders hin? Was habe ich denn übersehen? Irgendwas werde ich wohl übersehen haben. Aber da oben ging es noch nicht weiter. Ich muss da irgendwas übersehen haben. Aber hier nicht, ne? Die lassen mich doch nicht einfach hier hinlaufen, ohne dass hier irgendwas ist. Oder? Warum sollten sie? Warum sollte ich denn hier hochlaufen können? Du musst doch irgendeine Bewandtnis hier haben. Nur für die Aufladung? Ja gut, kann ja sein. Man soll ja erkunden. Aber wenn man dann feststellt, jo, Strom ist aus, dann musst du dir halt was suchen. Guck mal, man kann auch rüber, ohne sich die Füße nass zu machen. Sehr praktisch. Gehen wir hier nochmal hoch. Ah, okay. Ich bin hier runtergekommen, ne? Nee, bin ich nicht. Ich muss hier die Treppe hoch, Mensch.
Ja, hier geht's weiter. Alles klar. Ja, dann wäre ich spätestens da irgendwann hingekommen, wenn... Was haben wir denn hier noch? Na, klasse. Ich dachte, ich könnte den Tontopf aufnehmen. Jetzt habe ich eine von diesen Flaschen da verschwendet, ne? Würde ich so sehen. Ich hätte dumm gelaufen. Dumm gelaufen. Aber sieht richtig schön aus. Mir gefällt es. Ja. Ich hoffe, es ist nicht so schnell aus. Das muss ich selbst haben. Okay, wir gucken erstmal hier weiter. Uns hetzt ja nichts. Ah, okay. Jo. Pass auf, nachher fällt mir genau diese eine Flasche, die ich da eben leider weggekippt habe. Es sei denn, das Ding ist immer noch voll. Nee, natürlich nicht. Dann habe ich die eine Flasche wirklich verschwendet. Ich will mal stark annehmen, dass das nicht spielabhängig, spielentscheidend war. Das hoffe ich jedenfalls. Das wäre sonst sehr tragisch. Okay, hier brauchen wir schon mal zwei... Wo geht denn das Ganze hin? Und dann? Und wo geht das hier weiter? Hier runter? Dahin? Nach unten? Dahin? Ja, das ist mal ein Weg. Ich hoffe, der nuckelt mir nicht gleich die ganze Flasche damit leer. Und hier ist ein Tor. Und hier sind definitiv Leute verendet. Aber guck mal, der war am Lachen dabei. Nee, wahrscheinlich nicht. So, ich lasse hier den notwendigen Ernst vermissen, ich weiß. Wie, das geht nicht. Warum geht denn das nicht? Muss auch gehen. Komm, mach mal. Will er nicht. Gut, dann machen wir es dahin. Warum geht denn das jetzt auch nicht? Was stimmt denn hier nicht? Muss doch gehen. Okay, aus irgendeinem Grund ist es hier gerade nicht so einfach. Warum? Wieso geht denn das hier nicht? Was habe ich denn gemacht? Man sieht das sogar im Schatten da hinten links. Okay, ich weiß nicht warum, aber es funktioniert hier nicht so einfach. Wow. Guck mal, da hinten leuchtet was blau. Ist es beabsichtigt, dass ich hier einfach so... Wollen wir das machen? Sperre ich mich aus? Komme ich eventuell nicht wieder zurück? Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass das beabsichtigt ist. Also hier stehe ich auf einer Mauer. Da vorne würde ich auf... Kann man... Safe Game. Empty Slot. So. Das habe ich nicht befürchtet. Ich soll hier nämlich gar nicht sein. Wetten? Ich soll hier nur sein, wenn ich die Tür aufkriege. Hm. Das geht aber. Okay. Ja, dann mogeln wir uns mal durch. Es ist jetzt Ausnahme. Ich will hier nicht die ganze Zeit über... Vielleicht muss das ja auch so. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Vielleicht muss ich aber erst hier drin was machen. Um... Sind das alte Eier oder sind das Steine? Ich hoffe, das sind keine alten Eier. Hübsch ist es ja hier. Ist die Leitung kaputt? Ich weiß es nicht. Woodframes helfen mir hier auch nicht weiter. Vielleicht müssen wir hier erst was machen. Derjenige, der es weiß... Was denn? Derjenige, der es weiß, ob ich hier mir das gerade erschleiche oder nicht, ist Pandoron. Dreht doch zum Test mal... was? Dreht doch mal drauf zum Testen. Wo drauf denn? Auf die Eier? Nein, das mache ich nicht. Okay. Ah, okay. Dann können wir ja selber raufgehen. Und dann ziehen wir uns selber hoch. Cool. Das ist ja nett. Und rasant. Da haben wir nochmal eine Nachfüllpackung. Ich weiß auch nicht, ob es hier...
Gegner in diesem Spiel gibt oder so. Ich glaube mal nicht, aber da habe ich mich auch schon in anderen Spielen getäuscht. Wir holen uns erstmal hier unsere Nachfüllpackung. Auf alle Fälle haben wir, ja, nee, ich will jetzt nicht mal sagen, einfache Leute gewohnt. Wahrscheinlich nicht, weil dafür sind die, nee, viel Pergament und so. Das sieht halt einfach aus, ne? Aber das liegt ja an der Zeit. Okay, hier soll ich jetzt wirklich nicht hin. Ne, da geht es dann wohl auch nicht weiter. Man kann ja nicht... Man muss ja auch mal irgendwo ehrlich hinkommen. Das Rätsel funktioniert nicht. Was machen wir? Pack einen Durchgang hin, da fühlen sich die Spieler klug. Das kann sogar sein. Das kann sogar sein. Sehr schön. Ich cool. Nee, das nehme ich jetzt nicht auf. Ja, aber ganz ehrlich. Also beim Kämpfen sind die wohl nicht gestorben. Hm. Ist schon schwierig, ne? Oder? Mit den Jungs da. Ich kann auch in die Hocke gehen, ne? Ey, sag mal, wie sieht dir der Zweig? Ich dachte eben schon, da kommt eine Hand hoch. Ich war gerade schon am überlegen, ob das jetzt schon der Augenblick ist, wo ich hysterisch kreischen sollte oder noch nicht. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, ich warte damit noch ein wenig. Vielleicht geht das ja auch nur, Star Trek, guten Abend, vielleicht kann man das ja auch nur aufmachen, wenn der Flakon ganz voll ist. Es ist auf jeden Fall auffällig, dass hier noch so viele Flakons sind. Vielleicht liefert mir das Spiel aber auch nur mehr, als ich brauche. Es muss ja auch nicht unbedingt ein richtig lineares Spiel sein. Wenn ich mir das hier so angucke, würde ich sagen, es ist ziemlich unlinear, wahrscheinlich. Weil hier überall noch Flakons sind. Ach Gottes Willen, Mama und Kind. Was ist denn hier passiert? Das ist übrigens unsere Aufgabe, das rauszufinden. Wo sind wir und warum sind wir hier und was ist hier passiert? Das ist ja so das... Na? Das Übliche, was man so montags morgens meistens hat. Wo bin ich und was mache ich hier? Boah, Carlos. Es ist zwar kreischrot, aber cool, oder? Jetzt habe ich so langsam das Gefühl, ich entferne mich ein bisschen zu weit vom Ort des Geschehens. Jetzt laufen wir doch einfach mal. Ein bisschen schneller hier runter. Ah, da schau her. Das ist Point of No Return, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt runter möchte. Allerdings liegt da unten irgendwas, was ich haben möchte, glaube ich. Pass auf. Wir speichern mal eben. Ist das hier Point of No Return? Und was ist das da? Ach, ist irgend so ein Fragment. Für F. Wie cool gemacht. Aber da sollen wir noch nicht hin. Da bin ich mir mal ganz sicher. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich da rein soll schon. Oh, verdammt. Tipp, if you get lost, press M to view the map. Ach was? Das hat eine Karte? Ich würde aber ganz gerne wieder zurück. Nee, habe ich noch nicht. Oh, da liegt es aber gerade ganz unschön nach. Also, da bin ich mir nicht sicher, ob ich...
Pandora, ich weiß ja, dass du zuguckst. Kannst du mir mal eine Frage beantworten? Ist es dir schon mal gelungen, dich in dem Spiel auszusperren? Also, dass du sagst, okay, da hätte ich nicht entlang gehen dürfen? Ja oder nein? Spoilerfreier mag ich da gerade nicht fragen. Ich raus. Okay, ich könnte das Spiel in den Spielstand laden. Aber vielleicht brauche ich das ja gar nicht. Ich lade ihn doch mal. Ich lade ihn mal. Wahrscheinlich verrät das mir einfach nicht.